Hier haben wir jetzt überall einen Boden drin. Vielen Dank, Mavia. Ja, da kommen jetzt eben auf der linken Seite wahrscheinlich ein paar Shops rein. Rechts ein paar Sitzgelegenheiten. Das werden wir uns alles noch ausdenken. Links Shops, rechts Shops. Oben, unten Shops, mittendrin Shops, vielleicht ein paar Restaurants. Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft City. Und da kommt Elvis. Hi Elvis. Elvis. Das Generve. Also Elvis ist natürlich Mavia City auf der Minimap, weil er vergisst Shift zu drücken. Hi. Außerdem ist Shadow Otter, aber der macht sein eigenes Brötchen. Trotzdem hallo, hi! Wir kümmern uns jetzt endlich mal wieder um den Flughafen, ist ja schon eine Zeit lang her. Und wir stoppen auch gleich, weil hier regnet es immer rein. Hier wird es ein bisschen feucht, wo hier der Schimmel einzieht. Ja, ja. So wie im, wie heißt der Flughafen in Berlin? Ja. Soll unserer ja nicht enden. Nee. So, ich habe mir hier nicht mit Push. Da schon was so ausgedacht. Ich hoffe mal, dass es so hinhaut. Wie ich mir das gedacht habe. Wäre mal sehen am Schluss, ansonsten reißen wir es wieder ein. User in your channel ja, timed out. So. Weg ist er. Kaum startet die Aufnahme, fliegt er raus. Ha! Ja, voll Noob halt. So, und weil das jetzt ein bisschen kompliziert ist, werde ich das jetzt mal im Schnellmodus durchlaufen lassen und euch mit Musik hinterlegen. Am Ende gibt es natürlich die komplette Übersicht, wie ich das gebaut habe. Dann könnt ihr euch schon mal das fertige Produkt angucken. Bis gleich.
bin ich hier in der Mitte? Nee, gell? Ein Block fehlt noch. Bin selber gerade am gucken, ob die Front hier überhaupt zentriert ist. Doch, doch, das ist sie. Also das Dach ist zur Hälfte, der Mittelblock ist gesetzt. Also die Front ist 20 breit, das kann ja schon nicht gut gehen. Die ist nicht 20 breit. Nee. 21, okay. Falsche Anzeige. Das heißt bei 10. Genau hier die Mitte sein. Ja, passt. Das kannst du mal wegmachen. Wen was? Ach so. Hier die. Falsch dahin. Warte. Achso, willst du. Ja. Ja, das ist viel besser. Richtig. Gute Idee. Ne, das hier kann weg. Absturz. Okay. Also im Grunde ist es jetzt zentriert. Nicht zentriert. Hier stimmt noch was nicht. Was stimmt hier nicht? Ich glaube, das machen wir. Also im Grunde müssen wir es jetzt nur noch spiegeln, glaube ich. Wie sieht denn das von vorne aus? Ja. Oder? Kann man angucken. Frage ist, willst du es hier wie im Original? Ich würde es hier offen lassen, einfach. Als kleine Abweichung. Okay. Quasi hier so einen kleinen Bogen rein, oder? Nee, komplett offen. So wie es jetzt ist. Einfach nur noch spiegeln. Okay. Ja. Also den Teil hier weg. Genau. Ja, und das machen wir jetzt mal kurz offline und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. So, zurück bei Minecraft City mit dem fertigen Dach. Immer noch mit dem Mavier, der mir tatkräftig geholfen hat. Oder? So gut wie möglich. Ja, also ihr seht hier das fertige Dach. Einmal in der 360-Grad-Ansicht. Ui. Oh. Dann gehen wir mal ein bisschen weg. Von hier wird ja ein Weg ankommen. Das ist dann die Sicht aus der Froschperspektive. Da können wir dann hier reinlatschen. Mavia hat ja innen denn die Säulen platziert. Und da fehlt noch was. Was? Wo? Ja, ah, hier. Der Quarz, ja. Das machen wir noch schnell. Das kriegen wir noch hin. Aber ich will. Ja, jetzt war dein Sound gerade ein bisschen schlecht, aber ich nehme an, du hast sowieso überzogen gesagt. Nee, du bist nicht überzogen, wir haben sowieso überzogen. Genau, und deshalb beeilen wir uns jetzt aber hier Treppen nach unten. Oh, hier haben abwärts. Wir jetzt überall einen Boden drin. Vielen Dank, Mavia. Ja, da kommen jetzt eben auf der linken Seite wahrscheinlich ein paar Shops rein. Rechts ein paar Sitzgelegenheiten. Das werden wir uns alles noch ausdenken. Links Shops, rechts Shops. Oben, unten Shops, mittendrin Shops, vielleicht ein paar Restaurants. Naja, müssen beim 5-Minuten-Takt die Leute im Flugzeug herbeischaffen, dass wir die ganzen Ramsch verkaufen können an die, über die Shops. Ja, ja. Am besten hauen wir da alle Mock-Drops rein oder so. Ah ja, klar. Der Gun-Shop-Shop.
Allen Müll, den wir finden, ja, hauen wir da rein. Am besten machen wir noch einen ME-Anschluss, der das ganze Zeug hier in irgendwelche Kisten sortiert. Alles direkt von allen Leuten auf dem Server direkt hier an Mobdrops in die Shops geleitet wird. Das wäre eine coole Idee. Was dann nichts an Touristen verscherbeln kann. Knochen von Zombies, Skeletons als Reliquien der heiligen, weiß was ich was, Benediktiner oder so. Ja. Als Elfenbeinersatz. Oder das, ja. Ey du, ganz wertvoll. Psch. Ja, verrate es bloß keinen. Und die Strings sind natürlich Originalstücke der Mumien aus Ägypten. Ja, ja, hör auf mit deinen scheiß Geräuschen hier. Es sind als Furzgeräusche. Oh Mann, es ist schon spät. Ein bisschen. Ich sage immer, nach müd kommt blöde. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Gebäude gefällt und die Arbeit, die darin steckt, dann fallen wir hier nach unten. Lasst euch mal ein Like da oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Mavir. Bye. Ciao, Minecraft. Ciao.